So, da hinten geht's auch mal weiter. Mit einer weiteren Balliste und weiteren Kisten. Nimm also erstmal die Kisten. Eisbolzen, okay. Und ein Langschwert roter Stahl. Bevor wir das nächste Mal. Lass mal kurz mal einen Warnschuss abfeuern. Ich werde es tun. Boing. Tritt wahrscheinlich jetzt ein wildes Kaninchen unten. Bevor wir das nächste Mal irgendwie Dinge verkaufen, müssen wir gleich mal kurz gucken. Langschwert dunklen Brut. Ob ich irgendwie in diese Waffen noch geben kann. Aber ansonsten können wir wieder reichlich Kram verkaufen, dass uns unser Inventar nicht gleich wieder so vollmüllt. Speichern. So. Drei weitere Ballisten, die in fragwürdiger Art und Weise angeordnet sind. Gehen wir mal kurz hier lang. Da sind weitere Kisten und Säckchen. Wundervoll. Was finden wir denn hier? Sehr schön. Elfenpfeile. Ohohohoho. Die besetzte Lederhelm ist einfach nur Müll. Oh, die besetzte Lederrüstung ist ebenfalls Müll. Können wir trotzdem gut verkaufen, schätze ich mal. Und ich glaube fast, dass es hier oben noch irgendwas gab. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hinten sind zumindest, glaube ich, Holzkisten. Bestimmt kommt man hier auch irgendwie rein. Vielleicht hier einfach. Speichern. Und der nächste Kampf. Nee, noch nicht. Kiste Nummer 1 gibt mir eine Streitaxt aus Viridium. Und Kiste Nummer 2 gibt mir Schwierigkeitenrüstungs Stiefel, nett. Und eine Frostruhe des Gesellen. Plus 2 Kälteschaden. Das ist ja ganz nett. Möglicherweise kann das ja irgendwann ein bisschen verlangsamen, aber ich nehme an, das ist eine Verlangsamungsrune. Gruppe sammeln, weiterziehen? Nein, warte mal. Warte mal. Speichern. Wo geht's hin? Weltkarte. Warum denn Weltkarte? Und auch hier geht's in die Weltkarte. Und da geht's in den Tunnel der dunklen Brut. Vielleicht gehe ich lieber dahin. Wollte schon sagen, kann mir nicht vorstellen, dass da unten, Alistair da unten sagt, guck mal, da ist hier der Turm von Schalala. Wir müssen aber bestimmt irgendeinen Endgegner hier noch besiegen. Und wo genau ist hier der Tunnel der dunklen Brut? Da hinten. Okay. Ach ja, genau. Man sprach ja auch davon, dass, dass in diesem Turm irgendwie die dunkle Brut von unten kam. Aber ich habe nicht ganz gecheckt, wo das hier sein soll. Ist das hier der Tunnel der dunklen Brut oder was? What? Hier? Wie soll ich mit dir da hin? Muss ich hier diese Weltkarte? Ich glaube, ich muss diese Weltkarte bereisen, um da überhaupt weiterzukommen. Okay, dann gehen wir also hinten aus der Weltkarte raus, um uns wahrscheinlich noch runter zum Tunnel der dunklen Brut zu kämpfen. Ich verstehe. Eine Falle, direkt vor uns. Ich glaube auch, liebe Liliana. Gut, dass du dich so gut damit auskennst und damit gleich ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Am besten gehst du mal hier vor. Nee, hier ist aber nichts mehr. Okay, gut. Dann werden wir den Zwerg vorlassen. Stämmig und Damage dealend, wie er so ist. Und wir gehen jetzt hier mal auf die Weltkarte. Und hoffen, dass wir dann da irgendwie beim Tunnel rauskommen, beziehungsweise irgendwie unten. Na, das war ja wohl... Nee, das war ja wohl dämlich. Wie komme ich jetzt bitte da runter? Im Tunnel der dunklen Brut. Oder war das unten in der Kokari Wilderness? Oder kann ich mal hier rechts ran? Kann man hier noch rechts irgendwas machen? Vielleicht nehmen wir diesen Turm hier nehmen. Den. Ja, ne? Lasst einfach das hier machen. Einfach hier lang gehen. Guck mal, da oben ist ein Genlock-Nekromant. Das ist ja fantastisch. Ich nehme an, der wird die ganze Zeit irgendwelche Skelette hier vor mich hin zaubern. Wie machen wir das denn am besten? Ich würde fast vorschlagen, wir gehen einfach rein und hauen sie alle tot. Ja. Ich glaube, so mache ich das. Stopp. Wir gehen alle hier hin. So, und hau die erstmal kaputt, die hierher kommen. Das war in dem Spiel schon mal schon immer eine ganz gute Taktik, erstmal die Leute zu töten, die. Also so ein bisschen einzelne Leute zu töten. So, da kommt der nächste schon angelaufen. Wie dumm von ihm.
Und bist du tot? Du bist tot. Wunderbar. Auf zum Hörloch-Gesandten. Kettenblitz. Ah Gott, ich spüre das Ding. Okay, wir müssen ihn so schnell wirklich ausschalten. Und noch ein magisches Geschoss hinterher. Und dann bitte einmal Heilung für den Alistair. Und der Gesandte ist tot. Sehr gut. Ich bin wirklich verletzt. Ich weiß. Stopp. Heil dir mal kurz. Ach stimmt, das klappt ja wieder nicht, weil du dieses blöde Mal hast, aber es dauert Gott sei Dank nicht mehr so lange. Puh. Ja. Ja, netter Kampf, muss man natürlich sagen. Speichern und nicht mehr gleich looten. Ein Wundumschlag, na wie passend. Brauchten wir Gott sei Dank nicht, also haben wir praktisch einen Wundumschlag gut gemacht. Hier noch irgendwas? Also ist einer von euch noch lootbar? Ja, zwei von euch sind noch lootbar. 17 Silberlinge. Und einmal Säurebeschichtung. Nett. Ich finde es ein bisschen lustig, dass man seine Waffen mit Säure beschichten kann, weil dann sind sie wahrscheinlich eher kaputt, aber gut. Ist hier noch irgendwas? Ja, eine Holzkiste. Schwachselixierte Erdung, eine Geistscherbe. Geistscherben sind verzauberte Lebenssteine und finden in zahlreichen Tränken und Giften Verwendung, die den Geist beeinflussen. Das ist ja schön. Okay, das sind Säckchen. Der DLC ist doch etwas größer, als ich dachte. War schon am Anfang ein bisschen enttäuscht. Eine schwache Eissalbe. Ja, kann man gut gebrauchen, so nach dem Sport, wenn man sich irgendwie gezahlt hat, sondern falls sich irgendwie wehgetan hat. Eine Prellung oder irgendwas in der Richtung gezahlt, sollte man vielleicht eher Wärme nehmen. Und da jetzt sind schon die nächsten Kapaiken, die wir umbringen dürfen. Ich nehme an, du bist der Gefährliche von denen. Lasst uns mal kurz dorthin gehen, alle. Naja, genau. Wusste ich es doch, hier sind nämlich gefährliche Leute. Also mehr Leute. Okay, gut, er erwischt mich doch noch. Ärgerlich, dann lass uns doch wieder runtergehen. Da vielleicht? So, kommt jemand? Ja, da kommt jemand. Na, wie dumm von dir. Ich werde es tun. Wie dumm von euch, meine ich. Na komm. Angriff und bitte töten. Und der nächste, bitte. Jetzt haben wir schon mal zwei. Da hinten sind noch ein Hörlock-General. Ich nehme an, das ist ein bisschen ekliger hier. Wie machen wir es denn? Ich würde sagen... Können wir speichern gerade? Offenbar nicht. Gut, dann halt nicht. Dann werde ich mal kurz hier ein Erdbeben zaubern. Dass nicht alle gleichzeitig hergerannt kommen. Und dann gehe ich da wieder runter. Wie ihr meint. Dass hier die Bogenschützen nicht so viel machen können. Und der General kommt persönlich. Und zwar alleine. Das ist aber nett von dir. So, dann zeigen wir kurz, was wir alles können. Einmal das. Und das noch. Hey, vorsichtig. Und... Na komm schon. Alistair, hau ihn nieder. Jawohl, und das war's mit dem General. Du wiederum, sollst dich vielleicht doch mal heilen. Weil du die ganze Zeit angegriffen wirst. Und wir müssen hier kurz mal der... Ach, Liliana sag ich schon, der Dingens, der Winne ein bisschen Luft verschaffen. Winne, geh mal woanders hin. Stopp, und nimm vielleicht mal, ein Tränkchen. Das ist ganz schlecht. Die können wir nämlich echt gut gebrauchen. Dann müssen wir euch einfach mal so töten. Und dich... Nee, so nicht mein Freund. Dich auch nochmal. Kriegst gleich einen Schlag zurück. Guck mal das. Wie das läuft. So. Dann nehmen wir erstmal auf den da. Den General kann ich später looten. Und das Gute ist, da euer General tot ist, habt ihr auch praktisch keine Schlagkraft mehr. Da kommt Alistair Rock mal um. Sehr schön. Gut, die Dame lebt wieder. Ich glaube, wir müssen gleich eine Verletzungsausrüstung austeilen. Säure, was hast du dabei? Ein Säurefläschchen. Du hast was dabei? Du hast Geld dabei. Der General hat Kalens Brustpanzer. Ach, guck mal an. Der schlechteste als den ich habe. Aber er braucht 36 Stärke. Deswegen kann ich glaube, Alistair den auch noch nicht tragen. Und 51 Silberlinge. Sehr interessant. Liebe Winne,
Was ist denn dein Problem gerade? Ein Knochenbruch, ab auf Geschicklichkeit. Das ist mir eigentlich egal. Geschicklichkeit ist nicht ganz so schlimm. Schwacher Wundumschlag, hier kannst du einen schwachen Wundumschlag haben irgendwann mal. Falls ich eine neue schwache Verletzungsrüstung finde, kannst du vielleicht mal haben oder so. Aber noch sehe ich keinen Grund darin. Starker Wundumschlag und 16 Silberlinge. Lohnt sich ja fast schon. Eigentlich muss ich, wenn ich jedes Mal bei jedem Händler, an dem ich vorbeikomme, sollte ich wahrscheinlich alle Wundumschläge und Verletzungsausrüstung kaufen, die ja irgendwie da vorhanden sind. Kann das sein? Eine Truhe, kann ich die knacken? Beziehungsweise kann Liliana die knacken? Ja, sieht gut aus. Entriegelt! Metallener Großschild, 32 Stärke, vielleicht kann LSS auch tragen. Meister Silberidrune. Plus 8 Schaden gegen Dunkelblut. Oh, ist aber nett. Ich speichere das Ganze mal. Guck mal, ob Alice da irgendwas davon tragen kann. Von den coolen Stuff, den ich hier gerade gefunden habe. Mit deiner Grusche kannst du tragen. Sehr schön. Bringt gar nicht mehr. Das ist ja dumm. Dann eben nicht. Die Lederrüstung brauchst du vermutlich auch nicht. Nein, brauchst du gar nicht. Die Kettenrüstungshandschuhe kannst du auch nicht tragen, weil du nicht. Also kannst du schon tragen, das nützt dir nichts. Und den Brustpanzer kannst du nicht tragen, weil du die entsprechende Stärke nicht hast. Was hast du denn für eine Stärke? Ist eigentlich egal. Solange du sie nicht hast, ist das egal. Und wir werden jetzt immer wieder deine Stärke erhöhen, bis du gute Rüstung tragen kannst, lieber Kaelin, Alistair. Vielleicht sogar Kaelins Rüstung. So. So, hier geht's nicht lang. Gehen wir also da drüben lang. Den Hauptpfad. Ach, guck mal, da hinten ist wirklich sogar eine Tür. Wir müssen also wirklich in den Turm rein. Okay. Ich hab irgendwas gehört. Hier sind doch Diebe. Ja, genau. Ihr kleinen Schweine hier. Ja, 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 Kreischer. Keine Ahnung, was ihr, wer ihr seid, aber ihr kreischt wahrscheinlich. Mal gucken, ob ihr genauso kreischt, weil ich euch einfach umbringe. Ja, das tut ihr. Gut zu wissen. Jetzt auch nochmal dich. Und jetzt nochmal dich. Okay, Kurs aktualisiert. Ich habe das Gefühl, dass der Codex mir gleich diesen Eintrag Kreischer nennen wird, nicht wahr? So, ich speichere das Ganze mal. Wie sieht es mit der Erfahrung eigentlich aus? Das ist schon nicht schlecht. Alistair, du brauchst noch eine ganze Weile. Du brauchst auch eine ganze Weile. Ah, du brauchst gar nicht mehr so lange. Macht schnell. Ja, ist ja gut, Winne. So, ist hier noch irgendwas Cooles? Denn die Antwort auf diese Frage ist offensichtlich nein. Gehen wir also mal hinein. Speichern. Ich werde es tun. Es wird geladen, ich bin gespannt. Ah. Derjenige, den wir alle die ganze Zeit verfolgen, habe ich halt gerade vergessen, ehrlich gesagt. Wir kommen gleich im nächsten Kampf. Natürlich kommen wir gleich Hurlock-Schläger. Na super. Eigentlich sind Schläger von jeder Rasse irgendwie ziemlich doof. Wow, das war ja. Okay, die sind wirklich ziemlich doof. Stopp, warte mal, wir greifen es gerade an. Ach da, Genlock-Schläger. Können wir uns kurz hierhin begeben? Ich bin dran. Jetzt werde ich geballert werden können, dass die Genlock-Schläger vielleicht zu uns kommen. Was sie auch tun, die kleinen Idioten. Na gut, ganz so clever, dumm sind sie doch nicht. Jetzt greifen wir sie eben an. Okay. Warum sind hier eigentlich so viele? Wisst ihr was, ich gehe kurz mal hier rein. Und jetzt gehe ich wieder hier raus. Dahin vielleicht. Denn locken ist immer gut. So, hier kommen aber schon eine ganze Menge angelaufen. Aber solange es nur die üblichen Schläger sind wie eben, ist es okay. Alter Schwede, mache ich kurz einen Prozess mit euch. Oh nein! Ich hätte das Schlimme da hinten schon gesehen. Einmal dich. Und jetzt auf dich. Mit allem, was wir haben, natürlich. Einmal das. Einmal das. Einmal das. So. Du kannst kurz mal den. Nee, ihr macht alle den Typen. Komm, töte den verdammten Ogre. Der Ogre ist tot. Hervorragend. Hervorragend. So, jetzt bitte auf diese Schläger. Und auf diesen Schläger. Und auf diesen Schläger. Okay, hier braucht man offenbar ein bisschen länger hier drin. Und auf diesen Schläger. Stopp, irgendwer hat gerade ein Problem. Ah, oh, es geht noch. Und dann auf diese Schläger.
wie ihr wisst. Ich würde gerade sagen, das war's. Ne, das war's nicht, aber da kommt nämlich noch einer. Ich muss wahrscheinlich ungefähr 5000 Leute danach looten. Komm, was sind noch mehr gewesen? Ach, das war's schon. Aber da hinten sind noch mehr Krieger, das ist kein Problem. Looten wir erstmal kurz. Sind das alles Geister oder was? Die gehen so schnell kaputt. Das kann es nicht gewesen sein. Auch der Ogre war ziemlich schnell kaputt. Dafür hat er einen 50 Silberlinge gehabt, einen Dreckhaufen. Gibt mir was? Er gibt mir ein Langschwert der dunklen Brut. Ja, das ist doch, nehme ich da auch mal hin. Und hier dürfte auch nicht viel, doch hier ist einiges. Ein Hörlockschläger hat Geld dabei. Okay. Und noch ein Hörlockschläger. Ihr habt alle, warum war der so schnell tot? Das halte ich ein bisschen für, also ich traue denen diesem Spiel hier nicht. So, hier lang. Hier haben wir, glaube ich, schon mal ganz am Anfang mal ein ziemliches Problem gehabt, als wir das erste Mal in diesen Turm reingelaufen sind. Ich habe mal gleich mächtig Schläge und mächtig Schaden kassiert. Weil ich ja auch blind reingelaufen bin. So, hier sind irgendwelche Leute wahrscheinlich, oder? Ich weiß zwar nicht genau, wie wir da rankommen wollen. Ne, warte mal, bleibt mal ruhig hier. Bleibt ruhig alle hier. Wahrscheinlich kommt gleich durch diese Tür gelandet. Ach du Scheiße, es geht denn hier ab. Stopp. Bevor hier gleich die Party abgeht, ich hätte gerne mal hier ein Erdbeben. Ich bin hier. Bevor hier gleich 50.000 Leute rausgestürmt kommen. Wie ihr wünscht. Und jetzt bitte auf den da. Ich werde es tun. Ach so, sind alle so schwach. Ja, komm, dann, Angriff, dann auf den da noch. Und auf den da. Und auf diesen komischen Bereskan, was auch immer das sein soll. Tötet den mal kurz. Und den da. Und auf den da. Mit einem mächtigen Schlag ruhig. Der ist ein bisschen stärker, aber auch nicht wirklich stark. Dann diesen Hörlockschläger nochmal. Und hier ungefähr eine Milliarde Bogenschützen. Mehr. Einfach töten. Immer schön töten. Und den töten. Und den töten. Und den da auch töten. Und natürlich auch den da töten. So, Win kann aufhören zu jammern, denn der Kampf ist vorbei. Jetzt kannst du ja wieder regenerieren, liebe Winne. Ja, kannst du, sehr schön. Und wir können ein bisschen looten. Mehr Geld. Sehr schön. Mehr Geld. Hat dieses Riesenvieh irgendwie, ne, hast du nicht gehabt, schade. Noch mehr Geld. Betrachtet es als Geld. Geld ist schön, zumindest habt ihr alle Geld dabei, auch wenn ihr irgendwelche komischen Illusionen möglicherweise seid. Wird erledigt. Das ist eine gute Illusion. Da komme ich noch nicht ran. Okay. Kann es sein, dass gerade ein bisschen ruckelt? Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne? Ja, offenbar. Ich speichere mal ganz kurz, nicht, dass es wieder abschmiert. Machen wir das Türchen auf und gucken wir uns diesen Dreckhaufen an. Feuerpfeile. Wir haben zwar keinen Bogen zurzeit, sondern eine Armbrust, aber Feuerpfeile sind auch gut. Ich muss daran denken, dass ich die Liliana rechtzeitig mit irgendwelchen Bolzen ausrüste, irgendwelchen wichtigen Bolzen, falls es zum richtigen großen Kampf kommt. So, Fässerchen. Weitere Feuerpfeile und kleiner Schild der dunklen Brut. Brauche ich gleich gucken, das ist mit Sicherheit schlechter als alles andere, was wir haben. Und ein Waffenständer mit einem, was, Nugmalmer. 1260. Ist das ein zweihändiges? Ja. Nett, aber wir haben keinen anderen, der zweihändige Waffen führt, außer Stan, aber der ist gerade nicht hier. Oh, er ist in dieses Loch und hinunter in die Tiefe. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen müssen, wohin es führt. In den Orkus. Hier ist eine Tür, die ich mir ja gleich angucken kann. Ich möchte trotzdem ganz kurz mal hier diesen Schutt betrachten. Wir haben hier ein kleinmetallenes Rundschild aus Viridium. Und hier haben wir... Sehr schön. Sehr schön, ein Kurzbogen. Aber den brauchen wir nicht mehr. Deswegen legen wir kurz, warte mal, diesen Metallsplitter ab, den ich bestimmt auch irgendwo habe. Hier. Hier. Gut. Dann zerstören wir diesen Metallsplitter, wie ich schon sagte, und nehmen dieses Ding mit. Gut. Und schon ist mein Inventar wieder voll. Schauen wir uns mal diese Tür an, die wir gespeichert haben. Diese Tür ist von der anderen Seite barrikadiert. Du siehst keine Möglichkeit, hier durchzukommen. Das ist ja dämlich. Wir können aber versuchen, durch dieses Loch durchzukommen. Wir können. Das tue ich doch, mein lieber Zwerg, der aus großer Entfernung spricht. Seid ihr auch nur... Ihr seid richtige Leute. Zwei, aber nur an der Zahl? Das ist ein okay...
in Key, sag ich schon. Oder Ordnung. Präziser Schlag und unfairer Kampf. Das ist ja auch eine lustige Kombination. Er sticht mir also ganz präzise irgendwie zwischen die Rippen. Was hast du dabei? Geld, natürlich, ich habe alle nur Geld dabei. Eine zerbrochene Truhe. Alter! Was für ein fieses kleines Scheusal. Eine verdorbene Spinne. Die selbstverständlich sterben muss. Der mächtige Schlag war ja gar nicht mal so mächtig. Aber ganz ehrlich, auch das kriegen wir wieder hin. Und das wieder. Gut, was heißt das, irgendwie vergiftet oder irgendwas in der Richtung? Dieses Heldenmuts ist keine Vergiftung, präziser Schlag ist auch keine Vergiftung. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich würde gerne diese zerbrochene Truhe trotzdem mal looten. Wir finden Scharfschützenbolzen und metallener Großschild. Yeah. Mitnehmen kann ich davon nichts, deswegen werde ich kurz mal einen anderen Schild oder was zerstören. Ich habe noch ein bisschen eine andere dumme Ausrüstung hier, die nicht besetzte Lederrüstung brauche ich nicht. Und den Helm auch nicht. Habe ich noch irgendwelchen Schrott hier? Ja, habe ich wahrscheinlich, aber was macht denn mehr Schaden? Das macht 9,8 Schaden, das macht 8,4 Schaden. Die kann ich schon mal beide zerstören. Und kann mir dafür den Kram mitnehmen. Ich glaube, der Schild ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wert. Schütze ich einfach mal so. Und ich sehe schon hier oben, es wird eine kleine Karte, ein kleines Labyrinth, ein richtiger schöner Dungeon. Das freut mich doch. Ich finde, Rollenspiele brauchen auch immer Dungeons. Und auch übrigens mehr Fallen in solchen Dungeons. Aha. Gehen wir erstmal hier hin, dort wo nichts ist. Betrachten uns hervorragend diese Seitengasse. Um nicht zu sagen, Sackgasse. Sieht schön aus mit dem Licht hier. So, hier kommt ein größerer Raum. Das heißt, hier gibt es auch einen kleineren Kampf. Okay. Alles ein bisschen überwuchert. Bänderrüstungsstiefel, die sind bestimmt total gut. Und werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder gleich weghauen. Mein Gott, alter Schwede. Entschuldigung, ich habe gerade übersteuert, aber es tut mir echt leid. Ich habe mich echt wieder mal erschrocken. Natürlich, wie es mein Art ist. Verdorbene Spinne, diesmal in Gelb. So, dann das Vieh. Ah ja, das ist eingesponnen, das ist ein bisschen eklig. Und dann das Vieh bitte. Ruhig mit einem mächtigen Schlag. Okay. Schaden für alle. Verdammtes Gift, wie ich schon dachte. Aber es wird es nicht umbringen. Trotzdem ziemlich eklig hier. Vor allem ziemlich blutige Angelegenheit. Die hat schon ordentlich Blut. Ich werde mich wahrscheinlich noch einige Mal erschrecken, diesen verdammten Kabuff. Kettenrüstungshandschuh. Ich bin gleich wieder voll, glaube ich. Kann ich hier runter? Nein. Ah, ich kann da lang. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Raum nehme ich doch mal mit. Oder im nächsten Gang. Und dann mache ich gleich mal eine kleine Pause. Und bevor ich es vergesse, ich wollte nämlich noch diese Aufnahme erwähnen. Und diese Aufnahme ist gleich zu Ende für mich. Ich werde, nachdem Risen 3 beendet ist, werde ich wahrscheinlich den Risen 3 Platz zum Dragon Age Origins Platz machen. Das heißt, wir werden irgendwann am Wochenende zu 6 Folgen Dragon Age Origins kommen. Wenn Risen 3 beendet ist, ich hoffe, das freut euch. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne eure Meinung kundtun. Ich werde es vielleicht nochmal ein, zwei Mal erwähnen, je nachdem, wie lange Risen 3 noch geht. Aber 2 Wochen könnte es vielleicht noch sein. Vielleicht aber auch nur eine Woche, wer weiß das schon so genau. Ja, kommt ruhig ran. Ruhig auch einzeln, das ist kein Problem für mich. Ich bleib dabei hier stehen. So, der erste ist tot. Der zweite ist, wollte ich gerade sagen, auch gerade tot, aber wurde leider der Schlag verfehlt von dem lieben kleinen Tefkal. Aber sonst geht's euch gut, ja? Bleib ruhig hier. Wunderbar, kann ich es gleich looten? Ja, kann ich. Säurefläschchen, wunderbar, gut ist es. Oh, warte mal. Du bist ja gar nicht mein Freund. Beziehungsweise erlebt überhaupt noch jemand, ein Hörlock-Gesandter. Das ist schlecht. Dann gleich mal alles, was du hast. Wie immer. Und auch das da. Und tot ist er. Sehr schön. Dann auf den da bitte.
So, das wird es gewesen sein, oder? Der Gesandte müsste doch wenigstens was dabei haben. Der Gesandte hat nichts dabei? Wo kommen wir denn da hin in einer Welt, in der Gesandte nicht mal lootbar sind? Wie gemein, ey. So, ich speichere nochmal. Und schau noch ein bisschen weiter. Ich schätze mal, hier gibt es irgendwelche Fallen. Ganz ehrlich. Oder weitere Spinnen, ich weiß noch nicht. Ein Großschwert, Viridium, ein Experte verlangsamen Ruhe. Lass mich raten, mein Inventar ist voll. Natürlich ist mein Inventar voll. Und ich vernichte gleich wirklich die Bänderrüstungsstiefel, die ich gerade erst geholt habe. Die metallenen Rundschießung, Kettenrüstungshandschuhe, bla bla bla. Jetzt 1,05 ist auch ziemlich schlecht. Handschuhe eines Chevaliers. Ja, das kann man vielleicht noch behalten. Kanes Brustpanzer sollte man vielleicht nicht kaputt machen. Braucht man das hier? Die braucht man zum Beispiel nicht, diese kleinen metallenen Rundschilde. Kann ich ja wahrscheinlich auch ziemlich genau klemmen. Ja, das ist doch ganz nett. Haben wir noch irgendwelche Waffen, die ich nicht unbedingt brauche? Ich brauche den Bogen ehrlich gesagt nicht wirklich. Roter Stahl ist... Und Großschwert dunklen Brut. Das ist ein Zweihänder. Dieser Dolch, ein Viridium-Dolch, kann ich aber weghauen. Streitaxt-Viridium habe ich benutzt. Oder benutze ich gerade. Streitkolben-Viridium. Wer benutzt den denn bitte? Alistair, kann das sein? Kann gut sein, ja. Was hast du denn? 6,5 Schaden. Das ist ein Zweihändiger. Ja, das ist 9,8. Warte mal, Alistair. Willst du vielleicht mal ein besseres Schwert haben? Du hast gar keinen Schwal. Hä? Wer benutzt ja diesen Streitkolben bitte? Ach du? Nee, du auch nicht. Du auch nicht? Wieso bist du dann bitte gelb? Ja, bist du gar nicht. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, kann ich das jetzt haben? Vielen Dank. Haben wir jetzt zwei Großschwerter. Traumhaft. So, hier müssen wir mal irgendwie durchspeichern. Und bevor wir jetzt in diesen Raum gehen, ich nehme an, da ist nämlich irgendwas Cooles, mache ich dann einen kleinen Schnitt und bis gleich, ja.